Wollen wir nicht nach Hause gehen, Charlene? Du hast heute einiges erreicht hier im Fitnessstudio, aber du solltest definitiv nach Hause gehen, weil wenn du dir vor allen Leuten hier in die Hose pischest, dann wird das definitiv nicht angenehm, jetzt wo du ein bisschen bekannter bist. Da wird es noch unangenehmer, als wenn dich kein Schwein kennt. Das sollten wir wohl besser umgehen. So, guck mal da. Und Suzette hat auch Hunger. Ach Gott, ja, hier, die Zwerge sind ja noch da. Die kann ich ja rein theoretisch auch verkaufen. So, Hauptsache Suzette geht's, Charlene geht's gleich wieder besser. Suzette hat auch gefuttert. So, genau, und jetzt hau dich hin, damit du morgen zum Casting fit bist. Ja, das Erntefest war grauenhaft, ich weiß. Hier, Ruhmpunkte, das ist wie bei den Vampiren, das habe ich schon gesehen, dass man dann hier so Sachen skillen kann. Unternehmenspartner haben wir hier, Networking und bemerkenswert. Ich würde aber fast sagen, da das ein bisschen Zeit kostet, werde ich jetzt einfach das in der nächsten Folge dann machen. Ich hoffe, dass sie nicht zu lang dauert. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch eine weitere bringen kann, bevor hier alles abgebaut ist, dass ich noch irgendwas aufnehmen kann vorher, aber ich weiß es leider nicht. So, nimm die Cerealien zum Frühstück. Genau, du musst nämlich gleich schon schauspielern. So, es ist wenigstens alles im grünen Bereich. Sauber machen kannst du trotzdem mal, hier brennt was. So, nicht alleine. Wir machen natürlich wieder mit. Wir machen natürlich wieder mit beim, bei unserem Job, bei unserem Auftrag, bei Charlenes Auftrag und gucken, wie sie sich da jetzt so schlägt in ihrem zweiten Job. Den ersten hat sie mit Bravour abgeschlossen. Mal gucken, was es diesmal wird. Da, 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 da. So, herbstlich gekleidet. So, dann lass uns mal gucken. Das machen wir jetzt wieder so. Das machen wir jetzt wieder relativ schnell im Schnelldurchlauf. Jetzt kommt gleich wieder dieses Boop. Das fand ich das letzte Mal so süß. Oh. Nee, ihr gefällt's nicht. Mach neu. Dass sie halt immer dann genauso aussieht wie vorher. So, das mache ich jetzt, wie gesagt, mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil das ist halt... Das haben wir ja schon gemacht, das ist ja eigentlich jedes Mal gleich. Ja... Ja, ja, gut, wir sind eine Void-Kreatur, ne? Warte mal, tratschen. Tratschen, tratschen, tratschen. Jetzt noch mal ein bisschen Schauspiel üben. Ich habe die Comedy-Fähigkeit erworben, yay. So, und es soll jemand ein Kompliment bekommen. So, jetzt die Notizen erhalten. So. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir bereit, ne? Tada!
Tanzszene aufführen, Produkt anpreisen, Szene aufführen. Ja, diesmal müssen wir hier Musik anpreisen. Wollen wir komm, wir machen, wir tanzen hier direkt mal riskant. Yay, Level 3 der Fähigkeit Schauspiel erreicht. Und sie hat einen Meilenstein abgeschlossen. Ja, nice. Beim Auftritt in einem Werbespot Gold verdienen oder als Straßenkünstler auftreten? So, wir singen lieber sicher. Ja, wie süß ist das denn? Level 3 der Schauspielfähigkeit erreicht, wollte ich noch vorlesen. Charlene hat jetzt gelernt, eine romantische Szene mit einem anderen Sim zu spielen. Sie kann damit einen kleinen Zusatzverdienst erzielen. Charlene kann ihre Fähigkeit auch nutzen, um ein unangenehmes Gespräch zu retten. Das ist cool. Und jetzt muss sie das Produkt noch anpreisen, ne? Das machen wir nochmal riskant. Machen wir nochmal mit vollem Einsatz. Follow Shooty Prody. Shooby Shooby Follow Roo. Wiffle Lloyd a Prody. Yibs Prody at the Yibs. Yibs Prody at the Yibs. Das war echt gut, aber hey, wir haben Gold erreicht. Das war noch besser als der letzte Job, ne? Und wie süß das bitte war. La, 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 la. Es war voll gut. Ja, krass. Charlene hat Gold erreicht. Geschafft. Alle Szenen mit Charlene sind im Kasten. Die Crew packt ein und das Material wird zur Bearbeitung versandt. 475 Verdienst. Wir haben 2 Sterne bei verdienten Ruhmpunkten bekommen. Nice. Und ich bin noch befördert worden zur Werbesprecherin. Also wenn Charlene hier nicht richtig ist in der Nachbarschaft oder in der Karriere, dann weiß ich es ja auch nicht. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen. Ich nehme jetzt einfach noch ein bisschen auf, noch so ein paar Minütchen. Und dann cutte ich einfach die Folge in 2. Dann habt ihr noch 2 Folgen. Yes! So, also sie ist jetzt Werbesprecherin. Was haben wir denn jetzt hier? Da, ja, sie hat ein bisschen noch dazu bekommen. Nicht schlecht. Warte mal, da, Werbesprecherin. Charlene hat sich als vertrauenswürdige Marke etabliert. Sie ist jetzt Werbesprecherin. Ihr Agent lässt sie mehr Castingtermine für TV-Sendungen im Nachmittagsfernsehen zukommen, um ihre Karriere voranzutreiben. Gaststar, guck mal hier. Durchschnittliche Bezahlung pro Auftritt 1.755 ist schon ganz nett, ne? Können wir direkt doch eigentlich noch wieder was annehmen. So, was haben wir denn hier? Void Pop hätten wir nochmal. Cowboy-Musik, salziger Sud-Werbespot. Die Kindheit der Miss Knautsch-Gesicht. Oh, Miss Knautsch-Gesicht. Und oh, die Urps des Sims in the City. Ach Gott. Wie geil ist das denn? Lass uns mal die 3 angucken, die wir noch nicht gemacht haben. Cowboy-Musik. Wir suchen nach musikalisch veranlagten Kuhhirten, die ein paar Songs zum Besten geben wollen. Die neueste von City Slickers Recording zusammengestellte Kollektion aus Country Gems bläst dir die Ohren weg. Du wirst diese Liedchen jeden Abend pfeifen, wenn du in den Sonnenuntergang reitest. Die Kindheit der Miss Knautsch-Gesicht. Wir suchen einen Sim, der selbst in einem verrückten und abgerissenen Look noch eine herablassende Haltung einnehmen kann. Die Kindheit der Miss Knautsch-Gesicht ist eine teilweise wahre Chronik über die Familie Knautsch-Gesicht.
Die Familie hat schwere Zeiten durchlebt, lässt deshalb aber noch lange nicht ihre Nachbarn in Ruhe. Während sie ihre urkomischen eigenen Probleme in Angriff nehmen, bleibt ihnen immer noch Zeit, ihre Nase in die Angelegenheiten von Familie Waffel zu stecken. Diese Staffel dreht sich um die nicht genehmigte Ehe mit einem Mitglied der Familie Grusel. Und die Urbs. Gesucht werden liebenswerte Charaktere aller Art für die Besetzung von die Urbs. Die Bewohner im 11. Stock der Blankwood Towers sind zu verrückten Scherzen aufgelegt. Jede Woche bringen sie Herzklopfen, Gelächter, Tränen und freundschaftliche Gefühle in dein Wohnzimmer. Oh mein Gott! Sims Tag und Nacht. Comedy-Fähigkeit brauchen wir jetzt gar nicht so viel höher. Das bringt recht viel. Wollen wir das mal machen? Das machen wir. Das nehmen wir an. Huch. Hier, und Suzette soll sie noch baden. Oh Gott. Und da muss ich mich auch mal drum kümmern. Aber ich will die irgendwie auch nicht verkaufen. Irgendwie ist es ja sogar noch lustig dazu. Ja, und Level 3 der Comedy-Fähigkeit, da hat sie 1. Ach, verdammt, ich dachte, sie hätte schon mehr. Wann muss sie denn da hin? Wann muss sie denn zum Casting? Morgen um 19 Uhr. Comedy. Wir brauchen ein Mikro. Wir brauchen ein Mikro. Oh, knister. Ich muss mich gerade mal ein bisschen umpflanzen. Das ist genau, das ist plus Comedy. So, dann kann sie nämlich Witze erzählen, wenn sie Suzette gebadet hat. Suzette, so. Dann können wir ja hier noch eben gucken, was haben wir denn hier? Unternehmenspartner. Videos hochladen, um den Ruhm zu erhöhen und Geld zu verdienen. Ach guck, das ist also eigentlich ein YouTuber halt. Wenn Charlene etwas über die Videostation oder die Musikstation hochlädt, erhält sie mehr Ruhm als gewöhnlich. Außerdem wird der Einfluss von Charlene zu einem Wirtschaftsgut, das Unternehmensmarken nutzen möchten, ja Influencer, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Charlene wird gelegentlich telefonisch von einer Werbeagentur darum gebeten, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Video gegen eine sofortige Bonuszahlung hochzuladen. Trifft es tatsächlich sehr, sehr exakt. So, Networking. Leichte soziale Kontakte zu berühmten Sims knüpfen. Da Charlene den Umgang mit anderen Promis gelernt hat, kann sie Freundschaften mit berühmten Sims schließen. Mit ein paar Schmeicheleien wird eine Bekanntschaft schnell zur Freundschaft. Dank ihrer Fähigkeit, schnell Kontakte zu knüpfen, erntet sie Ruhm, wenn sie mit einem Promi Umgang pflegt. Und je berühmter der Promi ist, desto höher steigt ihr Ruhm. Auch nicht schlecht. Und bemerkenswert. Die Möglichkeit, zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karrieren zu erhalten. Charlene besitzt irgendetwas, durch das sie sich von der Menge abhebt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufgrund dieses Aspekts ihrer Persönlichkeit besteht die Chance, dass jede Fähigkeiten- oder karrierebasierte Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, sodass der Ruhm von Charlene weiter steigt. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen Networking. Ich wollte mich ja immer noch mit ein paar Leuten anfreunden. Das machen wir. So, ihr Lieben. Aber dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt erstmal. Das sind dann jetzt 2 Folgen geworden. So konnte ich es noch ein bisschen strecken. Wann die nächste Folge kommt, das kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Wie gesagt, jetzt, wenn ihr diese Folge seht, steht mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit der PC gerade nicht und weicht der alten bzw. neuen Tapete. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.